Morning everyone from Munich, Germany. Here are some scrambled eggs with ham, tomatoes and feta cheese. So good morning, here's my scrambled eggs with tomatoes, ham and feta cheese. And in addition I will have fresh pressed orange juice. And afterwards here we go with a typical German cake. It's called Bienenstich. Do you know that? It will be either for my breakfast, if I still can eat it, or this afternoon with a nice tea. Do you like to join me? Leute, es ist... Hochsommer in München, ich wollte doch wirklich gerade mit Jacke rausgehen, hab dann schnell alles in Schlüsselportemonnaie und so weiter in den Rucksack getan. Nehme ich euch jetzt mal mit auf einen kleinen Snapchat-Walk in den Olympiapark. Walk ist vielleicht nicht ganz richtig, ich nehme mein Fahrrad und bin damit hier dann unterwegs. Der Olympiaturm hinter mir wurde ja zu den Olympischen Spielen 1972 errichtet. Er ist 181 Meter hoch und hat ein fantastisch leckeres Restaurant dazu. Da sind auch lauter schöne Tretboote. Da kann man Tretboote in Seenot spielen. Sehr schön. Hier wohl gerade genau richtig. Hier sind gerade die E-Bike Days heute und es gibt unheimlich viele Stände, an denen man sich informieren kann über E-Bikes und sich auch was ausleihen kann und dann auf einem Parcours rumradeln kann durch den Olymp. Schwimmen in München in der Olympiahalle? Erst wieder irgendwie wann ab demnächst. Jetzt beginnen gerade so große Renovierungsarbeiten. Aber hey Leute, der Sommer beginnt. Was wollt ihr in die Olympiahalle gehen? Das richtig schöne Schwimmen ist doch draußen. Geht's lieber raus. Sea Life, das Münchner Aquarium. Bevor ihr in ein Fischrestaurant geht, empfehle ich euch bei Sea Life die Fische direkt anzuschauen. Da bekommt man richtig Appetit. Wunderschöne Fische, toll gemacht, tolle Fische. Also Leute, ich habe euch jetzt ein bisschen was auf Periscope. Facebook Live und auf Snapchat gepostet. Wie fandet ihr es? Sagt doch mal, was kann ich besser machen? Was sind...
So, ihr Lieben, ich stehe gerade vor einer absoluten Münchner Institution, die extrem gut bewacht ist, wenn ihr das im Hintergrund seht. Weil das auch purer Zufall sein kann, dass die PI 13 in der Johann-Fichte-Straße gegenüber von diesem Restaurant ist. Natürlich stehen vor dem Tantris auch die zwei Limos für die Gäste. Leider ist der Mini vom Hans Haas heute nicht da. Ich habe im Tantris entstand die neue deutsche Esskultur, wenn man so will. Die Nouvelle Cuisine wurde in Deutschland eingeführt von Eckhard Witzigmann, die man dafür nicht genug denkt. Eckhard Witzigmann nicht genug dafür danken. Seine Nachfolger, der Heinz Winkler und der Hans Haas, machen es auch absolut super. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Das Gourmet-Menü besteht aus Entenleberterrine, Seezunge, ausgelöstem Hummer, Dorado Royal, Ochsenschwanz-Essenz, Medaillons vom Rehrücken, Taleggio mit Rosinentrauben, Pinienkern, Schokoladensoufflé und eine leicht geeiste, gelierte Waldmeistersuppe zum Abschluss. Das ist doch mal lecker und sowieso mehr noch. Asiatische Glücksdrachen bewachen das Haus von außen. Innen drin ist es ein typischer 70er-Jahre-Bau. Man muss nicht alles schön finden, aber es ist dennoch irgendwie Kult. Wenn man das genügende Kleingeld hat, dann lohnt sich ein Essen gehen hier auf jeden Fall. Das ist jedes Geld wert. Als ich allerdings 10 Jahre lang hier um die Ecke wohnte, konnte ich mir ein Essen gehen und stand leider kurz nicht leisten. Na denn, ich wünsche euch was. Ciao. In der Wohnung, von der ihr den Balkon hier direkt hinter mir sehen könnt, im Erdgeschoss, habe ich knappe 10 Jahre gewohnt. Es war eine wunderschöne, traumhafte Zeit hier für mich. Das war dann der Blick raus aus dem Balkon. Das ist der Schwabinger See in München. Und in diesem hässlichen Hochhaus da hinten, genau daneben, ist das Tantris. Und hier sind wir jetzt an der Isar. Ich bin einmal jetzt fast von mir. Ich bin heute mit euch vom Olympiagelände bis zur Isar geradelt und habe euch ein paar kleine Ecken gezeigt, wo München besonders schön ist. Auf dem Weg.